ein Video am Freitag mit dem Liam. Und zwar haben wir diese Woche das Thema, Roomtour. Und ja, dieses Thema hat mich eiskalt erwischt, weil ich sehr, sehr lange Zeit jetzt nicht zu Hause war. Und ihr seht gerade, ich bin hier nackig. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hatte ich meine Mastek und trockne gerade, weil ich mich eingeölt habe. Ja, ich war sehr, sehr lange Zeit im Krankenhaus, dann war ich kurz zu Hause, musste dann schon weiter für die Mastek, habe danach noch bei meiner Mama hinterher gewohnt, weil ich hier im vierten Stock ohne Aufzug kurz nach der OP nicht so zurechtgekommen wäre. Und ja, jetzt bin ich selber am Aufräumen, sprich, ihr seht meinen Saustall. Ich bin selber gerade am Aufräumen und sauber machen, aber nichts ist so authentisch wie der persönliche Schweinestall. Also viel Spaß bei diesem sehr privaten und staubigen, sehr, sehr staubigen Einblick. Ja, dann fangen wir doch mal an. So, wir stehen hier vor meinem Spiegel am Fenster, also hier gehe ich mal das Fenster entlang. Hier seht ihr, hier steht meine Kamera und eine Stativtasche da hinten so hinter der. Ach Mensch, mach das mal weg. Hier hinter stand so Aftershave-Fahrzeug und so ein Scheiß. Und hier ein Star-Turm mit Massagestein. Es ist, naja, schaue ich. Eine Uhr, meine Dingens, Gardine, ein kleiner Spiegel, eine Wäschetonne, eine Tasse, mein Tablet und Kabelgedöns. Hier ist mein Bett. Also, ich zeige euch auch nur mein Schlafzimmer. Ja, hier ist noch eine Tasche mit Lebensmitteln, meine Softbox. Dann, wenn wir hier einmal ums Bett gehen, hier ist, steht ein Klappstuhl. Ja, da unten ist Staub, ich muss nachher noch saugen oder hier die Flächen abwischen. Was mir in der Seele wehtut, meine Pflanze. Ihr seht, sie wurde nicht gegossen und es tut mir so leid. Ich liebe meine Palme, aber hey, naja. Kabelgedöns. Hier ist mein Sideboard, was ich auch mal abwischen sollte. Mein Kühlschrank. Ja, ich habe einen Kühlschrank im Zimmer. Jetzt denkt ihr, boah, diese verfressene Sau, der hat einen Kühlschrank in seinem Zimmer. Nein, tatsächlich ist er gerade noch leer, weil ich bin jetzt gerade erst wieder zu Hause und da habe ich meistens Getränke einfach drin. Eine alte Playsee 2, ich liebe meine Playsee. Hier seht ihr auch wieder, ja, Staub, aber hey, was will man machen? Batterien, dann hier mein ganzes Whey-Zeugs und Nevido und eine Kaffeemaschine. Und ihr denkt euch jetzt so, what the fuck macht der hier mit einer Kaffeemaschine in seinem Zimmer? Ich habe sie geschenkt bekommen, das ist eine Bosch. Ja, wer gerne Kaffee trinkt, ne? Oder morgens zum Frühstück einen Kaffee will und nicht direkt rausrennen will oder so. Ein Messer und das hier ist voll das coole Teil. Das habe ich von meiner Oma bekommen. Das ist so ein Ding, das macht ihr an eurem Schlüsselbund und wenn euch jemand, sag ich mal, die Tasche wegreißt. Oh fuck. Geht wieder aus. Da könnt ihr hier diesen Stifter wieder. Sobald es klappt. So, diesen Stifter wieder reinstecken oben. Und den da. Und ja. Dann geht das wieder aus. Ein Globus. Ja. Dann habe ich hier einen Drucker, ein Notizbuch, ein Bild, das bin ich momentan für meinen Neffen noch am Malen mit Henry, dem Schäfchen, also dieses Babyschäfchen von Shaun das Schaf. Eine Tasche mit, ups, sorry, eine Tasche mit so Papierzeugs, dann sind hier auch wieder Kabelgedöns und dann kommt auch schon mein Horrorschreibtisch. Ihr seht, Wäsche auf dem Stuhl, wer kennt es nicht? Das ist meine Kompressionsweste, die Weste, die ziehe ich gleich wieder an, wenn ja, wenn es eingesogen ist mit, also mein B-Oil. Ich habe hier auch so ein Narbengel eben für diese Narbenpflege jetzt. Nach der, mein iPod, eine Gaming-Tastatur und ja, mein Bildschirm, hinten so ein cooles Bild. Aber jetzt nicht auf den Staub achten. Brich die Regeln und geh deinen eigenen Weg. Das habe ich von einer sehr lieben Person geschenkt bekommen. Mein Grafiktablett. Dann seht ihr hier meinen Rechner.
und Fettburner Programm und keine Ahnung was. Post, da habe ich noch so ein Mini-Whiteboard, wo ich Sachen drauf schreibe, meinen Kopfhörer und Headset und ja, so diverse Amazon-Karten und so ein Scheiß. Das ist eine Kompressionsweste, die hatte ich vom lieben Emil bekommen. Die hat mir aber jetzt im Umfang nicht mehr jetzt im Nachhinein gepasst und ja, kriegt er zurück. Danke nochmal Emil an dieser Stelle. Dann hier ist noch so ein kleiner Aktenschrank und unten ist wieder Staub, also wundert euch nicht. Das ist eine Tasche, in dieser Tasche befinden sich Plastiktaschen. Joa, und dann gucken wir jetzt mal. Über meinem Schreibtisch hier habe ich eine Fotowand mit meinem Neffen und Kommilitonen, Schulabschlüsse, Freunde und so weiter. Dann sind wir hier bei meiner Zimmertür mit einem Poster mit einer Konsolenhistorie, weil ich das ziemlich cool finde. Dann, ja, Endo-Zettel für Termin. Dann ein Refugee-Welcome-Poster. Dann hier so eine kleine Motivation, die ich mir da in mein Zimmer gebastelt habe, um abzuspecken. Ja, dann geht's hier weiter. Dann sehe ich so Schema. Zwei Umzugskartons noch, die mit einer Wolldecke getarnt sind. Hier ist der Besen, weil ich schon gefegt habe, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das ist ein Regalbrett, was eigentlich noch an die Wand soll, mit einer Nachttischlampe. Ziemlich cool eigentlich. Ja, dann ist hier noch so Kram wie Uhr, Sonnenbrille und Gürtel und so ein Scheiß. Hier ist mein kleiner Schrank auch schon, mit oben wahnsinnig viel sowas wie Rucksäcke, Trolley, ja, so schlafsackmäßig. Dann meine Ranke, die da runter geht. Hier seht ihr mein Longboard. Dann ist hier eine Ecke. Da ist ein kleiner Lederhocker und mein Stativ und so. Und eigentlich war das geplant, oder das mache ich auch zwischendurch, setze ich mich da drauf. Und hab dann diese Wand da als Hintergrund und filme mich einfach mal. Da ist meine Tasche von der Uni und eine Aktentasche. Dort, ja, okay, wieder Wäsche auf meinem Bett. Noch eine Kompressionsweste, meine Bose-Box. Und ja, dann geht's hier halt noch um mein Bett. Very sexy mit dem Zebra, mit der Zebra-Bettwäsche und hey. Und dazu ist hier jetzt noch, also die liegt hier jetzt noch rum, ist eine meiner Softboxen, die Tasche mit den Lebensmitteln, habe ich vorhin ja schon angesprochen, und das ist eine Mülltüte, und da unten drunter guckt einer meiner Hanteln raus, die ich zum Walken benutze. Ja, und dann ist hier wieder die Front, also gegenüber von dem Bett ist der Fernseher. Ja, hier drunter unter diesem Bild über meinem Bett, das ist ein Rahmen mit Bildern, darunter soll halt dieses Regal noch kommen, und ich habe einen Mini-Beamer, der soll da drauf, und deswegen ist diese Wand dort vorne auch noch oben weiß, das heißt, dort soll der Beamer drauf strahlen, und bisher habe ich das nur so sporadisch mit einem meiner Stativen gemacht, das andere ist jetzt gerade noch im Schrank. Das Bild hat immer so aufgebaut, dass das dann quasi so da drüber strahlt. Dann sehe ich jetzt gerade vor der Kommode. In der Kommode befinden sich hauptsächlich nur Papiere dort in der Seite. Da muss ich jetzt eben erstmal gucken, kann ich da so. Oh, war ja. Da seht ihr so Konsolen gedönt, so altes Zeugs. Also eine alte PlayStation, eine alte N64, eine GameCube und sowas alles. Das habe ich auch noch. Hier seht ihr meinen Rucksack, und das ist was ziemlich, ziemlich Cooles hier. Nein, es ist keine Geige, es ist eine Ukulele, die ich mir neu zugelegt habe, und ich sehe jetzt gerade, ach, das baut da jetzt so. Egal. Ich möchte darauf so ein bisschen umklimpern, und ja. So. Und das, ja, wäre es dann auch, glaube ich, so im Großen und Ganzen von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war nicht zu langweilig. Ich glaube, das kennt jeder, dass das nicht immer so hundertprozentig sauber oder aufgeräumt ist. Bitte seht es mir nach. Und ja, ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende. Genießt dieses super Freibadwetter und lasst euch die Sonne auf den Pelz brennen. Ich wünsche euch noch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.